Lucien Favre ist der Fehlstart zumindest optisch nicht anzumerken. Routine bei den Gladbachern, obwohl die Borussia einen Auftakt hingelegt hat, wie ihn so keiner erwartet hatte. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Keine Spur mehr von der Souveränität der vergangenen Saison. Jeder weiß es natürlich, dass wir jetzt unter dran stehen, aber es sind 3 Spiele gespielt und wir müssen gleich mal gucken, wenn wir 15 Spiele gemacht haben, wo wir dann stehen. Bisher sind es jedenfalls 0 Punkte und 2 zu 8 Tore. Die Mannschaft der letzten Rückrunde auf einem surreal anmutenden letzten Tabellenplatz. Überraschend vor allem für die Gladbacher selbst, die es noch immer nicht so richtig zu fassen scheinen. Wir sprechen absolut nicht von einer Krise und das müssen wir auch nicht machen. Wir sind 3 Spiele jetzt weg. Wir können noch genügend Punkte holen. So. Von daher, glaube ich, ist keine Krise. Richtig wahrhaben will man die Situation offenbar nicht. Es sind zwar erst 3 Spiele absolviert, aber bei einer weiteren Niederlage gegen den überraschend direkten Konkurrenten HSV würde die Luft immer dünner werden. Haben Sie verstanden, ne? Natürlich muss man davor wachen, dass man nicht da unter drin hängen bleibt. Und dafür braucht man so schnell wie möglich Punkte, um da wegzukommen. Und dann wird es auch wieder einfacher. Aber man muss natürlich wach dafür sein, dass man nicht da unter so reinrutscht.